Prim-Arena-Leiter Primus möchte nicht kämpfen, weil wir nicht genügend Pokémon haben. No joke. Das hat mich gerade komplett aus dem Konzept gebracht, weshalb ich den letzten Part ein bisschen anders gestaltet habe, als er eigentlich endete. Wie dem auch sei, wir suchen jetzt nach den Rowdies, die sich wahrscheinlich an den Bürgermeister gewendet haben. Ja, und damit liege ich richtig und oh! Oh, da ist jemand, den ich bereits kenne aus Pokémon XD. Was ja eigentlich der Nachfolger ist, aber egal, ihr wisst, ich habe das zuerst gespielt. Ey, Meister, die Queen, das ist der Kerl. Das ist der Kerl, der uns das Mädchen abgenommen hat. Ihr beiden seid wirklich erbärmlich. Wollt ihr etwa behaupten, dieses herzige Pärchen hätte euch besiegt? Nun, mein Süßer, dein Name war also Domi, nicht wahr? Tut mir leid, mein kleiner Prinz, aber leider müssen wir deine allerliebste Prinzessin jetzt entführen. Du musst nämlich wissen, diese rothaarige Rotznase sieht Dinge, die sie nicht sehen dürfte. Und das könnte uns in sehr, sehr große Schwierigkeiten bringen. Und das wollen wir doch nicht, ne? Und was dich angeht, wie kamst du auf die abgefahrene Idee mit diesem weißen Streifen? Ich will sagen, halt dich raus, okay? Dann passiert ja auch nichts so. Meine Herren! Jawohl! Ich begebe mich nun nach Pyritus und dort warte ich auf euch mit der jungen Dame, versteht sich? Habe ich mich klar ausgedrückt, ja? Noch ein paar Zahlen, meine Herren, und ich werde euch so zurechtstutzen, dass euch kein Friseur mehr helfen kann. Und Musik bitte! Biene! Und was seid ihr eigentlich für welche? Die Power Ranger? Die sehen halt wirklich so aus. Das Charakterdesign in dem Game ist so geil. Okay, du Nervensäge. Letztes Mal waren wir unvorbereitet, aber diesmal machen wir Kleinholz aus dir. Ja, natürlich. Wir treffen auf den Boss der Bande und seine Elite-Trainer. Die gehen aber schon raus. Und es dürften sich erneut die Versager um uns kümmern. Die bereits das Mädchen aus der Hand haben gehen lassen. Und weswegen der Boss erzürnt ist. Das macht auf jeden Fall Sinn, ja? Aber egal. Wir dürfen froh sein, denn mit diesen Lackaffen werden wir auf jeden Fall fertig. Und irgendwann in der Zukunft werden wir es sicherlich auch mit den Power Rangers, das sind die Elite-Trainer, die ich meinte, und die Queen höchstpersönlich zu tun bekommen. Ich habe schon gehört, dass der in diesem Spiel auch auftritt. Das haben sie mir sogar schon vor 10 Jahren in meinem Pokémon XD Let's Play geschrieben. Yo, das ist eigentlich ein Charakter aus Pokémon Colosseum. Cool, dass Loturtle zurückschreckt. Hier sieht er aber noch ein bisschen anders aus. Also zumindest in dieser Szene gerade. Weil ich glaube nicht, dass dein Pokémon XD auch so golden angezogen war. Also es hat auf jeden Fall was. Ja, also er fühlt sich so ein bisschen wie ein Superstar. In Pokémon XD hat er auch einige Michael Jackson-Anspielungen gemacht, so in der Bewegungsabfolge. Ich glaube, daran ist es auch so ein bisschen orientiert. Aber ein witziger und sehr weirder Charakter. Ich bin sehr gespannt, was wir von ihm noch alles in Pokémon Kolosseum sehen werden. Und von dir, Mickey Maus. Hey, jetzt bin ich dran. Mich machst du nicht so leicht fertig wie Hain. Als ob der auch noch kämpfen möchte. Warum sehe ich jetzt erst, dass der Bloat heißt? Habe ich das richtig ausgesprochen? Ah, stimmt. Vielleicht sehe ich es deswegen erst jetzt, weil wir bislang noch gar nicht gegen den gekämpft haben. Das war ja beim ersten Aufeinandertreffen der Hain, ne? Ja. Ich denke immer, so das zweite Pokémon ist von dem anderen. Dabei ist das gar nicht so. Die setzen hier halt generell einfach zwei Pokémon ein. Das ist hier Standard. Okay, Konfusion auf Weberak. Das ist sehr effektiv und führt hoffentlich zum Tod. Wobei ich das natürlich auch brutaler jetzt sage, als es ist. Wobei, der Animation nachzuurteilen. es ist ein Augenschmaus. Ich liebe es. Moment mal. Er hat noch ein Pokémon in den Kampf geschickt? Was ist denn da jetzt los? Dummy, das da, dieses Pokémon. Sie haben mich geschnappt, weil ich dieses Pokémon gesehen habe.
Ich kann seine dunkle Aura sehen. Diesem Pokémon muss etwas Schreckliches widerfahren sein. Was war das? Dummy, pass auf, dieses Pokémon greift auch Menschen an. What? Dummy, hör zu, uns bleibt keine andere Wahl. Wir müssen das Pokémon aus den Klauen dieser Schufte befreien. Bitte, du musst es einfach tun. Vielleicht bist du sogar der Einzige, der das kann. Ist das jetzt ein Krypto-Pokémon? Wenn ja, hieße das, ich kann es fangen, oder nicht? Alter, das Ding ist auf Level 30. Okay, lasst uns aber erstmal Zwirlicht besiegen. Und ich gehe jetzt einfach mal Risiko und setze Konfusion auf Makuhita ein, auch wenn es sehr effektiv ist. Bin mir nicht sicher, ob ich es besiegen muss oder ob ich es fangen kann. Aber es ist auf jeden Fall down gegangen. Aber wenn ich es fangen könnte, hätte man mich darauf hingewiesen, oder nicht? Bin jetzt ein bisschen verwirrt. Was? Aber mein Pokémon! Verflixt, Mann, du bist gut. Unglaublich, wie du meine Pokémon besiegt hast. Ah, was zur Hölle soll das? Du kannst doch diesen Typen nicht auch noch bewundern. Was sollen wir jetzt machen? Wir haben schon wieder verloren, Mann. Die Queen wird uns bestimmt gehörig den Kopf waschen, wie er es nennen würde. Was wir tun sollen? Im Augenblick gibt es nur eins, und zwar abhauen! Diese Versager. Was für ein Jammer, dass wir den Kerlen nicht ihr Pokémon abnehmen konnten. Was? Jetzt also doch? Ach, Digga, das hat mir keiner gesagt. Aber ich fürchte, es gibt noch mehr von dieser Sorte. Lass sie uns alle aus den Händen dieser Widerlinge befreien. Hätte ich es jetzt wirklich fangen können? Ich meine, okay, es war nur ein Makuhita, ist jetzt nicht wirklich schlimm, aber das war mir halt jetzt nicht so hundertprozentig klar. Okay, ich hätte es vielleicht einfach ausprobieren sollen. Muss aber auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das Makuhita tatsächlich schon bei der einen Konfusion abkratzt. Ja, ist jetzt blöd gelaufen. Was soll's. Wir senden aktuelle Nachrichten. Wie das verhaftete Mitglied des Team Krall berichtet, handelt es sich bei der kleineren Krallmaschine um eine tragbare Maschine. Trägt man diese, so wird jeder normale Pokéball zu einem genannten Krallball. Ein solcher Krallball ermöglicht es, die Pokémon fremder Trainer einzufangen. Es bleibt zu hoffen, dass die entwendete Krallmaschine nicht wieder für kriminelle Zwecke missbraucht wird. Ja, ich hätte die Tagesschau wohl 2 Minuten früher schauen sollen. Naja, seid mir nicht böse, das hier sollte sowieso kein 100% Let's Play sein. Also 100% im Sinne von, man fängt alle Pokémon, die man fangen kann. Da ist ja noch so ein Elite-Power Ranger. Tut mir leid, aber hier kann ich euch nicht durchlassen. Oder willst du etwa behaupten, du könntest dir den Weg freikämpfen? Ich probier's mal. Mit Gemütlichkeit. Du glaubst, du kannst mich besiegen? Aber wehe, du weinst hinterher. Oh. Mystery-Soldat werde. Irgendwas sagt mir, dass wir gegen den keine Chance haben. Oh wow, da setzt ein Loreblatt ein. Und Slimer. Vom Level her? Ich hab jetzt nicht drauf geguckt. Haben wir eine Chance oder nicht? Oh. Okay. Okay, Guys. Ich kann meinen Fehler von eben wieder gut machen. Also, so gewissermaßen. Das Makuhita bekommen wir, glaube ich, nie wieder. Oder ist das so, dass man jedes Pokémon nur einmal fangen kann, das so eine dunkle Aura hat? Ich glaube, so war es in Pokémon XD auch schon. Wie gesagt, es wird aber kein 100% Let's Play. Ich fange mir nur die Pokémon, die ich mir auch für mein Team vorstellen kann. Und Loreblatt wäre auf jeden Fall so eins. Also, jetzt ist wirklich mal Vorsicht geboten. Ich setze Geheimpower ein und Konfusion auf Slimer, dann ist das schon mal besiegt. Hoffe ich zumindest. Krass, das sieht hier so dunkel aus, ne? In den neueren Spielen ist es eher so lila. Wo
Früher war es schwarz. Oh, Spoink kommt auch noch dazu. Bei Spoink gibt's was zu bedenken. Bei dem muss man aufpassen. Wenn man es besiegt und es hört auf, sich zu bewegen, dann ist es laut Pokédex-Eintrag sogar tot. So, und bei dem Lorblatt wird das wohl eine längere Kiste. Es kann Synthese. Da muss ich mir noch was überlegen, aber ich denke, wenn wir zu zweit angreifen, dann machen wir genug Schaden. Ach Gott, was habe ich denn gerade gemacht? Ich Depp. Ich habe die falschen Pokémon angegriffen. Spoink ist doch Psycho-Pokémon. Ich brauche den Biss auf Spoink. Lost. Entschuldigung, kleiner Fail. Oh, damn it. Wie viel zieht bitte dieser heftige Body Slam ab? Und aus welchem Grund ist Spoink jetzt eigentlich verwirrt? Wie auch immer. Aber mit Psyana angreifen, das ging vorhin schon schief. Lorblatt ist zwar nur Typ... Ja, wobei doch. Ich mach's mal. Es ist ja nur Typ Pflanze. Es ist nicht sehr effektiv. Es wird schon nicht killen. Also diesmal wirklich nicht. Nee, absolut nicht. Alles klar. Und dann werde ich mich wahrscheinlich dem einen oder anderen Superball bedienen. Weil Lorblatt zu verlieren wäre echt schade. Habt ihr das gesehen? Das Spoink ist umgefallen, hat sogar seine Perle fallen lassen. Ich glaube, es ist tot. Wie mein Psyana fast. Dang. Vor allem hat das Lorblatt gerade eine Krypto-Attacke eingesetzt. Das sind Attacken, die, soweit ich weiß, ausschließlich diese dunklen Pokémon einsetzen können. Das war auch schon in Pokémon XD so. Ich weiß gar nicht, ob die auch noch normale Attacken erlernen. Ich hoffe es, weil ansonsten wäre der Typ des Pokémon ja quasi komplett irrelevant. So, und für den Fall, dass das schief geht, gönne ich Psyana mal lieber einen Supertrank. Sicher ist sicher. Und jetzt... Krallball! Krallen wir uns dieses Lorblatt! Komm schon! Und der Typ guckt nur zu. Hey, das ist mein Pokémon! Ein war klar, zweiter war klar, dritter! Und es geht tatsächlich nochmal raus. Beim dritten Wackler. Ist das denn zu glauben? No. Okay, Biss und Konfusion. Beides gleichzeitig. Wird es hoffentlich in den roten Bereich bringen und dann... Sollte das passen? Ach stimmt, jetzt ist mir auch klar, warum das Spoink vorhin verwirrt war, wegen der Konfusion. Yes, Lorblatt schreckt sogar zurück. Nochmal Superball. Und ja, ich setze mal Reflektor mit Psyana ein. Keine Ahnung, ob das was bringt, aber Kryptoschlag klingt nach einer physischen Attacke. Nur das Ding ist halt, hier ist ja alles in Typen eingeteilt. Krypto, was ist das? Ist das physisch? Ist das speziell? Keine Ahnung. Jedenfalls haben wir das Lorblatt gefangen. Es war nicht ganz einfach, aber es hat funktioniert. Und du hast jetzt wirklich einen Grund rumzuheulen. Dein Pokémon ist weg. Du bist stark und hast mir mein Pokémon geklaut. Tja. Was ist denn mit dem Pokémon? Was habt ihr ihm nur angetan? Nun, wir haben das Herz dieses Pokémon künstlich versiegelt und es so in eine wahre Kampfmaschine verwandelt. Das ist alles. Ach so. Ja dann! Was? Das Herz des armen Pokémon ist künstlich versiegelt? Tja, und selbst dieses Wissen nützt euch nichts. Ihr könnt nichts daran ändern. Ey, stehen bleiben, du Arsch! Doch, ich kann mich da an eine Geschichte erinnern, die mir erzählt wurde, als ich noch klein war. Wenn Pokémon mit versiegeltem Herzen mit dir zusammen in den Kampf ziehen, dann öffnen sich ihre Herzen Stück für Stück. Los, Tommy! Die sind bestimmt unterwegs nach Pyritus. Schließlich habe ich in Pyritus zum ersten Mal eines dieser unheimlichen Pokémon gesehen. Okay, dann verfolgen wir sie. Aber vorher werde ich mich heilen gehen.
So, alles klar. Die KP wären wieder auf ihrem Maximalwert. Und seht mal hier, der Berichteintrag von Lorblatt. Allein wie das da von dieser dunklen Aura umgeben ist. Ja, krass. Es trägt sogar ein Item, Wundersaat, das verstärkt Pflanzenattacken. Hat auch die Fähigkeit Notdünger. Also gehe ich schon mal davon aus, dass es in irgendeiner Weise auch normale Attacken erlernen kann. Aber im Moment ist eben nur Kryptoschlag verfügbar. Steht hier irgendwo, ob das physisch oder speziell ist? Nein, oder? Ich sehe nur Stärke 90, Genauigkeit 100, das ist schon ziemlich krass. Allerdings verletze ich mich damit auch selber. Naja, ich denke, ich werde nach Tara mal eine kleine Pause gönnen. Einfach damit wir auch mal sehen, wie dieses Lorblatt kämpft. Und jetzt geht's nach... Baustelle? Hier baut man einen gigantischen Turm, auf dessen Spitze einmal ein Kolosseum thronen soll. Oh, okay. Ich dachte zwar, es geht nach Pyritus, Spiritus, wie auch immer. Aber sieht so aus, als hätten wir vorher hier noch etwas zu erledigen. Vor allem Kolosseum. Das muss wichtig sein. Das Spiel heißt schließlich Pokémon Kolosseum. Das, glaube ich, kann jeder zusammenfügen, dass das hier vielleicht sogar der Ort des Finales sein wird. Mal schauen. Hey, ihr beiden. Das hier ist eine Baustelle. Betreten auf eigene Gefahr. Für Touristen gibt's hier nichts zu sehen, also verschwindet. Ja, sehr freundlich auf jeden Fall. Ich wünsche dir auch einen schönen Tag. Das hat lange gedauert. Ich frag mich, wie lange ich nicht mehr zu Hause war. Aber jetzt müssen wir nur noch die Baustelle aufräumen und dann ist alles fertig. Uiuiui. Mann, ist das anstrengend. Aber es ist schon ein tolles Gefühl, so einen gigantischen Turm zu bauen. Kommt vorbei, wenn der Turm fertig ist. Auf der Spitze ist ein echtes Kolosseum. Ihr werdet euch wundern. Ja, das klingt schon ziemlich cool. Und wir können da auch noch nicht rein. Das heißt, wir sollen wirklich später wiederkommen. Die Frage ist nur, wo soll ich denn jetzt... Hä? Oh, okay. Das Spiel wollte wohl einfach, dass ich den Ort kennenlerne. Jetzt ist nämlich Pyritus verfügbar. Schmutzige Stadt der Halunken und Tagediebe. Angeblich auch Heimstadt unheimlicher Pokémon. Will ich da wirklich hin? Naja, aber man muss sagen, die Stadt passt gut zu diesen Rowdies. Boah. Was ist das denn für ein Ghetto? Kommt mir aber bekannt vor, sag mal. Auch die Musik. Irre ich mich oder gab es die Stadt auch in Pokémon XD? Hey, Pyro! Alter Kumpel, bleib locker! Ich hab's doch jetzt schon oft genug gesagt. Ich weiß absolut gar nichts. Ich hoffe, du sagst die Wahrheit, Kale. Du weißt genau, dass es nichts bringt, mich anzulügen. Ich würde dich doch nicht anlügen, Pyro. Mann, das glaubst du mir doch, oder? Na gut, lassen wir es erstmal dabei. Bis zum nächsten Mal. Ist das ein Polizist? Der wird hier viel zu tun haben. So ungefähr wie am Alexanderplatz. Was für ein Trottel. Als ob ich ausgerechnet dem irgendwas erzählen würde. Aber sieht geil aus. Also so grundsätzlich. Klar, es ist eine schmutzige, hässliche Stadt, aber irgendwie cool. Könnt ihr verstehen, was ich meine? Und ist das da oben auf dem Haus eigentlich eine Schatztruhe? Sieht so seltsam aus. Was wollt ihr? Eure Visagen habe ich hier noch nie gesehen. Ihr seid wohl auf der Durchreise, was? Ihr solltet besser schnell von hier verschwinden, wenn euch eure Gesundheit lieb ist. Ich glaube, da hat er gar nicht so unrecht. Willkommen in Pyritus, einer Stadt der Galgenvögel und des schnellen Geldes. Las Vegas? Ihr seht mir aus wie Leute von außerhalb. Nehmt euch besser in Acht. In dieser Stadt lungert eine Menge übles Gesindel herum. Na, wenigstens sind die Bewohner ehrlich. Ja, die könnten ja auch sagen, ach, das ist ja gar nicht so schlimm. Hört mal auf, hier die Bild die ganze Zeit zu lesen. Das ist alles Fake News, aber nein, die sagen sich, ja, stimmt. Hier sterben jeden Tag hunderte Menschen und da gibt es Pest, Cholera, Coronavirus und Co. Die Vorhersagen von Divina, dem Orakel von Pyritus, treffen wirklich immer ins Schwarze. Gerade eben hat sie mir verraten, wo meine Frau hinzog, nachdem sie mich verlassen hat. Oh, wie konnte sie nur... Will man das wirklich wissen? Wobei...
Bei so einigen Ex-Freundinnen und Bekanntschaften frage ich mich auch, wie es denen heute noch geht und ob die überhaupt noch leben. Naja. By the way, die Wahrsagerin sieht cool aus. Oder, ja, lustig. Glück, Zukunft, Verlorenes. Sei es, was es sei. Antwort auf alle Fragen findet ihr bei Divina. Man nennt mich Divina. Bei mir findet ihr Rat, wenn ihr nicht mehr weiter wisst. Einerlei, welches Problem es auch sei, meine Wahrsagerei bringt die Lösung herbei. Eieieiei. Oh, könnte das so eine Art, Guide sein? Also wenn man mal nicht weiter weiß, dass man dann so einen kleinen Tipp bekommt, wie zum Beispiel in einigen Zelda-Games? Ich denke schon, oder? Aber das haben wir natürlich nicht nötig. Alles gut, Bruder? Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, aber es ist ganz unglaublich. Auf der Straße redet man davon, dass Rowdies gesehen wurden, die seltsame Pokémon mit sich führten. Hm, wie? Sie sind doch gar nicht der Kommissar. Verzeihung. Ich bin Pyro und diese Geschichte ist schon längst ein alter Hut. Ha, ach, da sind Sie, Herr Kommissar. So geht das aber nicht. Ja, genau. Einfach mal wichtige Informationen mir gegenüber ausplaudern. Aber hey, ich helfe euch. Was habt ihr denn so für ein Problem? Ich bin Kommissar der Polizei von Pyritus. Mein Name ist Herkule. Ihr seid Reisende, ja? Nicer Name. So. Wie auch immer, ihr solltet die Stadt lieber schnell wieder verlassen. Wenn das selbst der Kommissar sagt, dann muss ich aber ganz schnell los. Diese Stadt ist eine Stadt ohne Gesetz und Ordnung. Ich kann keinerlei Garantie für eure Sicherheit übernehmen. Alter, wie krass. Und der Typ hier, das ist doch der Anführer, oder? Den haben wir doch schon in der Intro-Sequenz gesehen. Drakrall, der Boss von Team Krall. Sein Name ist Programm. Oh, was haben wir denn hier? Kann ich da auch rein? Nö. Die Tür ist verschlossen. Schade. Hm? Oh, man kann wohl einen Schlüssel finden. Weil das Menü hat sich gerade automatisch geöffnet. Okay. Ach, jetzt schnalle ich es auch. Das sind Gefängnisse. Ich glaube, da will ich gar nicht rein. Wobei, der Schlüssel muss doch irgendwo zu finden sein. Mein Name ist Pyro. Ich schütze den Frieden in der Stadt. Ja, was für ein Frieden. Dein Kommissar hat gesagt, wir sollen hier ganz schnell weg. Wir werden sterben, vermutlich. Er ist so derjenige, der es einfach nicht wahrhaben will. Ja, ihr seid doch bestimmt die neuen Handlanger von D-Queen. Los, verschwindet! Ich habe sowieso kein Schutzgeld für euch. Also, das Geld würde ich schon nehmen, auch wenn es kein Schutzgeld wäre. Aber wir sind eigentlich ganz nette Leute. Tut dir schon nichts. Oh, fahrende Händler, wir haben schon alles. Versucht euer Glück woanders. Will euch nichts verkaufen. Außer mein Merch. Unser Pyritus war schon immer eine etwas raue Stadt, weil sich hier immer nur die Stärksten versammelt haben. Aber zumindest herrschte noch Recht und Ordnung, als Grant die Stadt kontrollierte. Was ist nur mit ihm los in letzter Zeit? Grant, okay. Nach Grant sollten wir wohl Ausschau halten. Vielleicht können wir ihn überzeugen, hier zurückzukehren und das Gesindel zu vertreiben. Oh, ist das das Pokémon Center? Nö, ist es nicht. Aber hier ist Grant! What? Der ist ja noch da! Ich bin Grant! Ich leite das Kolosseum in dieser Stadt! Wenn du am Turnier teilnehmen willst, dann melde dich direkt an der Rezeption im Kolosseum. Ich habe wirklich keine Zeit, mich jetzt um euch zu kümmern. Ich habe zu tun. Im Fitnessstudio, versteht sich. Okay, also ich dachte eigentlich, das wäre ein zugänglicherer Typ. Schade. Was stehst du vor dem Bücherregal rum? Ich schieb hier Wache und ich darf niemanden vorbeilassen. Und es ist auch gar nichts hinter dem Bücherregal. Aha. Kann ich das verschieben? Tatsächlich. Hinter dem Bücherregal befindet sich ein Schalter. Schalter betätigen? Kanto Wipes. Spielhalle Prismania City. Lüll, was ist das hier? Kinder?
Sind wir hier gerade einem Pedo auf die Schliche gekommen, oder was? Warum steht da überhaupt Alkohol die ganze Zeit rum auf dem Tisch? Gerade deshalb, Layla. Wir müssen irgendwas unternehmen, um sie aus den Händen dieser... Huch. Jetzt habe ich mich aber erschreckt. Wie seid ihr beiden denn hierher gekommen? Seltsam. Mein kleiner Bruder sollte doch eigentlich Wache halten. Okay, also es ist... auf deren Wille so. Seid ihr Freunde von Papa? Ich bin Layla. Freut mich, euch kennenzulernen. Aber jetzt haben wir keine Zeit für euch. Wir besprechen gerade sehr wichtige Dinge. Kommt doch einfach später nochmal vorbei. Hä, was passiert hier gerade? Die Großen reden nur und mir ist langweilig. Dabei würde ich viel lieber mit meinen Puppen spielen. Das verstehe ich gut. Warum sind die Kinder hier drin und warum wird... Oh. Grant, wie lange willst du die Stadt noch diesem D-Queen überlassen? Er und seine Leute benutzen dich und das Kolosseum. Was ist los mit dir? Hast du etwa deine Seele verkauft? Ha! Keine Antwort ist auch eine Antwort. Der Mann, der eben rausrannte, heißt Slam. Er ist eigentlich ziemlich gut befreundet mit Grant. Aber irgendwie sah er gerade echt wütend aus. Hab richtig Angst bekommen. Hier stimmt doch was nicht. Hey, tut mir leid, aber ich habe jetzt wirklich so viel zu tun, um mich mit euch zu unterhalten. Na schön, dann suchen wir einfach mal diesen Slam, würde ich sagen. Aber hier geht schon gut was ab. Yo, Mann, komische Klamotten hast du an, aber ein Trainer bist du auch, oder? Ja. Das ist ja alles klar. Ich zeig dir, wie es bei uns in der Stadt so läuft. Wir kämpfen lieber miteinander, als Höflichkeiten auszutauschen. Okay, bin ich dabei. Wie aggressiv der aussieht. Und Raser ist er auch noch. Bei dem bleibt es also nicht bei den obligatorischen 10 km/h mehr. Bei ihm sind es statt 30 km/h in der Stadt 100 km/h. Aber ja, süße Pokémon, muss man sagen. Visor und Schwalbini. Allein die Augen von dem Schwalbini. Guckt mal, wie die funkeln. So cute. Okay, das ist jetzt so das erste Manko bei einer Animation gewesen, denn aus irgendeinem Grund hat das gerade übelst geleckt. Obwohl das Schwalbini einfach nur ein bisschen rumgeflogen ist. Seltsam. Oh, da geht es schon down. Das tut mir fast ein bisschen leid, weil es so cute ist. Bummels wird von Raser eingesetzt. Ist das jetzt auch so ein dunkles Pokémon? Was sind das eigentlich für lila Balken da? Hä, was ist das? Sind das Erfahrungspunkte? Nein. Ach so, kann es sein, dass wenn ich das einsetze, jedes Mal ein bisschen von meinen lila Einheiten verbraucht wird? Also sind das quasi meine AP? Müssen wir mal drauf schauen. Weiß gerade nicht, ob das gesunken ist. Ah ja, doch, oder? Nee. Hä? Es ist nicht nach Attackeneinsatz gesunken. Sondern als mich der Gegner getroffen hat, oder was? Autsch, bist du also tatsächlich stärker als ich, oder was? Ich muss noch einiges über Krypto-Pokémon herausfinden. Du hast mich gründlich fertig gemacht. Du hast Talent und deine Pokémon sind auch recht spitze. Deine Augen haben dich verraten. Da sieht man, dass du einer von uns bist. Man sieht es auf den ersten Blick. Und trotzdem habe ich keinen Plan von euren Krypto-Pokémon. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben, das ist okay. Aber wir werden uns im nächsten Part sowieso damit beschäftigen. Danke fürs Ansehen, Like und Kommentieren. Bis zur nächsten Folge von Pokémon Kolosseum.